Hallo, grüß Gott miteinander. Wir sind heute wieder in der E-Bike Erlebniswelt von Erhard Martin Lauda. Zu Gast sind heute zwei Herren aus dem Bauland, der Friedhelm und der Horst. Und unser Kameramann ist heute wie immer der Markus. Und der Markus erscheint leider selten vor der Kamera, aber man kann ihn immer wieder angucken bei Comedy-Shows und im Theater, im Juckstuhl. So, also ich darf jetzt kurz die zwei Herren vorstellen, soweit ich das jetzt verstanden habe, wer sie sind. Also sie kommen aus dem Bauland. Das Bauland, da kommt der Grünkern her, der ja sehr gesund sein soll. Und da wird er aus Dinkel wird er gewonnen, ne? Richtig. Also Lauda grenzt ans Bauland an. Wir haben auch einmal eine Grünkerndache gehabt. Aber so richtig geht es los dann da Richtung Westen von uns aus gesehen. Und esst ihr heute auch noch Grünkern? Ist das noch traditionell? Immer noch. Freitagsessen? Entweder als Suppe oder als Küchle. Als Küchle, ne? Meine Mutter hat früher Fleisch mit, nein, das war wegen getrickst, das möchte man ja heute nicht mehr. Herrgottsbescheißerle. Der Herrgottsbescheißerle. Beide habe ich jetzt bei uns hier ein E-Bike gekauft, weil sie sind jetzt in dem Alter, wo man sich nicht mehr blauchen will. Und der Friedhelm, man erkennt ja den Friedhelm sofort am Helm, wo er daneben hat, der hat ein Malheur mit seinem linken Fuß und da sagt er uns jetzt einmal, an was das, wo das herkommen ist. Das war ein kleiner Unfall. Ja, mit einer Nervlähmung und so zieht sich das wie ein roter Faden durchs ganze Leben. Das hast du auf den Moment, stopp, kann man sich nicht viel darunter vorstellen, der Unfall war mit Mopedle, ne? Sollen wir das sagen? Ja, das darf man sagen, weil wir verkaufen kein Mopedle. Ja. Es war ein Zweiradunfall vor und vielen, vielen Jahren. Wie alt warst du damals? 17. Und seitdem blockst du dich mit dem Fuß jetzt rum? Ja. Schafft noch einmal. Und jetzt werden wir ein bisschen was für die Gesundheit tun. Und jetzt sind wir umgestiegen aufs Fahrrad. Ich meine, Zweiradfahrer, ich bin ja früher viel gefahren als junger Kerl mit so einem Mopedle, ne? Und das ist aber schön gewesen. Da habe ich dann später die Freundin und die Frau mitgenommen und dann hat es aufgehört mit den Kindern und so. Und dann später halt E-Bike, ja. So, der Horst, der ist eigentlich ein normaler Mensch. Da ist der Freund und das Schöne ist, das hat mir so gut gefallen, die zwei, die kennen sich schon aus der Schule, aus der Schulzeit sind. Aus dem Kindergarten. Und die Freundschaft hält, trotz Frau und alles, was sie haben. Und sie wollen jetzt gemeinsam noch mit dem E-Bike fahren. Und das ist halt eben die Freude auch im Alter, dass man auch wieder zu denen zurückkehrt. Ja. Also ich mache das auch gern so wie früher mit dem E-Bike, mit meinen Freunden durch die Gegend fahren. Und da mit Land und Leute kennenlernen. Also eigentlich fällt man wieder zu dem zurück, wo man mal herkommen ist, gell? Genau. So. Ja gut, also jetzt zu dem Friedhelm. Der Friedhelm und sein Fuß. Du hast also mehrere Aufgabenstellungen und es war gar nicht so einfach, die zu lösen, ne? Das ist richtig. Du hast schon mal woanders auch mal probiert, E-Bike zu fahren. Und das hat nicht so geklappt, weil, wo war deine Schwierigkeit? Ja, um das alles Komfort, von der Größe, von Sattel, von Aufstieg, Abstieg. Ja einfach um das Ganze passgenau hinzubringen, dass das auch optimal auf meinen Körper zugeschnitten ist. Genau, also die Aufgabestellung ist jetzt die, er muss ja irgendwo erst mal das Rad raufkommen. Und sicher auch schon mal Platz nehmen können. Und jetzt muss er relativ weit mit den Füßen unten auf dem Boden sein. Dann soll er anfahren. Und wenn er dann fährt, soll er auch noch drehen können. Und jetzt ist das Knie noch eingeschränkt, ne? Das linke Knie. Das heißt, du kannst deinen Fuß nur eine bestimmte Höhe hochheben. Haben wir das ausgemessen? Wenn es gut läuft, knapp 90%. Das war eine Höhe von, weißt du noch, wie viele Zentimeter wir da gemessen haben? Ich glaube, so 24, 25 Zentimeter war es. Dass du den Fuß hochheben konntest. Das heißt, er konnte keine gesamte Pedalumdrehung machen, weil ein Pedal hat einen Hub von 34 cm. Ne? Und da ist es halt entsprechend weniger. Und dann ist es ja auch so noch bei einem E-Bike, wenn ich es hergehe und du das Pedal verkürze, dann ist ja dort ein kürzerer Hebel und entsprechend weniger Kraft wird eingeleitet und der Motor reagiert dann da entsprechend, dass er halt nur mit dem rechten, zum Beispiel, also jetzt in seinem Fall mit dem rechten Bein richtig schafft und mit dem linken nur halber. Ja,
Und das alles hinzukriegen und dass er dann beim Treten in der richtigen Position ist, dass er also auch hoch genug sitzt und beim Anhalten wieder runter, das war die Aufgabestellung. So, wir haben das wie folgt gelöst. Wir haben auf der linken Seite haben wir eine Pedalarmverkürzer hingemacht. Dann kann man sowohl links als auch rechts montieren. Das ist wichtig, welche Gewinde, jeder weiß er. An einem Pedal linkes, Pedal links Gewinde, rechtes Pedal rechts Gewinde. Also man muss in der linken Seite machen. Und wie man auch erkennen kann, wir haben hier ein breites Pedal angeschraubt, damit er daneben mit der Konstruktion, wo er hat, einigermaßen sicher daneben aufstehen kann. Also ein normales Fahrradpedal wäre nichts. Und dass er irgendwie in eine Schlaufe reingeht, kann auch nicht funktionieren, denn dann muss er raus. Was hast du eigentlich für ein Gefühl da drin in dem Fuß? Gar keins. Gar keins. Das ist das Problem, weil der Nerv fehlt und durch sämtliche Sensoren fehlt. Der Nerv kaputt ist, auf Deutsch gesagt. Wenigstens hast du noch einen Fuß drauf. Das ist der springende Punkt. Gell. Haben Sie einmal vorgeschlagen, dass Sie ihn abnehmen mit dem Fuß? Mehrmals. Ah, ja, 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 ja. Ja, aber es ist, bis jetzt haben wir es geschafft. Gut. Okay, also. Jetzt ist so, wenn daneben, wie ich das beschrieben habe, gerade das Pedal kürzer ist, brauchen wir einen Motor, der trotzdem die volle Kraft leistet. Und es geht derzeit nur mit einem Bosch Performance CX Motor. Und der hat im Sport- oder Turbo-Modus hat er so ein sensibles Ansprechverhalten, dass wenn auch jemand nur leicht antippt mit dem Fuß, da schon die volle Leistung kommt. Und das haben wir ausprobiert. Das waren ein, zwei Probefahrten schon, die da vorausgingen. Und wir haben festgestellt, das funktioniert. Also war für mich dann auch überraschend. Und ich muss sagen, das ist eine gute Sache. Also nicht nur für Sportler geeigneter CX-Motor, wie man annehmen könnte, sondern gerade daneben für den Friedhelm daneben mit seinem Fuß. So, dann, das haben wir also gelöst gehabt, das Pedal haben wir gelöst gehabt und es muss da irgendwie noch drauf kommen. Und wir haben also gemerkt, wenn er anfahren will mit dem Sattel unter und soll dann weiter fahren, sitzt er einfach zu nieder. Also er muss quasi beim Fahren den Sattel hochstellen können. Und wie das geht, zeige ich. Wir haben da jetzt einen Sattellift angebracht. Da ist ein Hebel. Sag mal Hebel. Hebel. Ein Hebel. Im Bauland sagen sie Hebel. Also gut. Pass auf, ich drücke jetzt drauf und schack, dann geht es hoch. Und zwar interessant ist, das hat einen extrem hohen Hub. Die gibt es verschiedene Hubhöhen und wir haben da größte rausgesucht. Ja, und da bin ich jetzt ganz rausgefahren. Und rein geht's, indem man einfach mit dem Gewicht drauf bleibt und fährt runter. Und beim Hochfahren muss ich halt eben mit dem Gesäß gerade kurz entlasten den Sattel und kann dann da entsprechend hochfahren. Und ich kann das natürlich so raussuchen, wie ich die ideale Trethöhe hätte. Ja, das Ganze ist schön verlegt, da geht also ein Seilzug, geht daneben durch das Rahmenrohr durch, geht daneben hin am Motor vorbei, daneben wieder hoch, da raus und rum und dumm. Das hat unser Meister gemacht, das haben wir zur Arbeit, aber es ist schön verlegt und man sieht, auch schadlos und funktioniert wirklich hervorragend, auch spielfrei. Das ist echt eine Kunst, das hinzukriegen. Dann auch noch eine Herausforderung ist ja dein Gewicht. Bedingt dadurch, dass sich jetzt der Friedhelm nicht wie so ein junger Sportler bewegen kann und die ganze Zeit da irgendwie umeinander rennt, hat er natürlich auch Reserve angelegt für schlechte Zeiten. Und was bringt denn der Friedhelm momentan auf die Waage? 125 Kilo. 125 Kilo. Aha, also das ist ja auch nicht wenig. Ne? Ich habe übrigens jetzt abgenommen, habe ich schon gesagt? Nein. Doch, Intervallfasten heißt es. Ich habe jetzt 5 oder 6 Kilo abgenommen, durch das, dass ich abends nichts mehr esse. Und dann tust du 16 Stunden fasten, tust nichts zu dir nehmen, dann kannst du 8 Stunden lang neidreschen ohne Ende und dann kannst du aber auch wieder fasten. Also das heißt, ich habe da abgenommen, ich wollte das nur sagen. Und vernaschen tust du abends auch nichts mehr? Vernaschen? Nein, nasche tue ich nichts. Höchstens vernaschen ja, nasche nicht. Vernaschen. Aber da komme ich auch selten dazu, weil wir haben so viele Enkel da haben und bis sie im Bett sind, dann ist vorbei mit lustig. Ja. Ja gut, also das heißt, das E-Bike, das soll ja auch noch das Gewicht
im Grunde genommen tragen, abbremsen können und. Das heißt, wir brauchen ein XXL E-Bike, das bis 160 Kilo zugelassen ist. Also ne, ein E-Bike in der Kategorie daneben wird etwa 27 Kilo haben, dann kommt der Friedhelm dazu. Also wir sind schon über dem Normale draus, was normalerweise um die 140 Kilo ist. Aus dem Grund, wir haben jetzt ein Rad gebraucht mit einem tiefen Durchstich, ne, dass man so irgendwie sicher drauf kommt. Dann haben wir uns gebraucht, das so stabil genug ist, die Bremse alles gut sind. Und dann haben wir uns entschieden für ein Ries und Müller Nevo GH. Das GH steht für Gran Heavy, nehme ich jetzt mal an, also großes Gewicht. Und ja, und auf das hin haben wir das Ganze aufgebaut. Das Rad hat einen starken Motor drin, das hat eine Novinci-Schaltung oder Enviolo, wie sie jetzt heißt. Wir haben ein sehr starkes Federkabel drin mit Luftdämpfung, da kann man entsprechend Luft reinpumpen, dass es beim Abbremsen beim Schafen, das Berg runter nicht zu stark reintaucht, kann man dann fürs Fahrergewicht dann entsprechend Druck aufbauen. Und was wir jetzt noch im Anschluss gemacht haben, wir haben hier einen Vorbau angebracht, der den Lenker etwas weiter hochbringt, weil original wäre der Vorbau bzw. der Lenker zu nieder gewesen. Also der Friedhelm hätte dann die richtige Höhe gehabt, aber er wäre zu weit unergehangen und hätte damit irgendwo dann mit der Zeit Probleme gekriegt in den Händen oder in den Schultern. So, dieses ist ein Vorbau Ergotec Level 6. Also XXL-tauglich und er hat eine Aufbauhöhe von 130 mm. Also 13 cm kriege ich den von unten nach oben hin. Und das ist unverschämt hoch. Also tolles Teil. Gibt es noch gar nicht so lang. Natürlich ein deutsches Produkt. So. Jetzt habe ich nochmal das alles erklärt. Ach ja, breite Reifen hat es. Ne? Darf ich nochmal gerade zeigen. Je schwerer die Leute werden, umso besser ist es, dass sie auf breite Reifen rollen. Weil dann einfach das Gewicht ein wenig besser verteilt wird und auch das Ganze federt. Das soll ja noch ein bisschen komfortabel sein, die Fahrerei. Also kurzum, wir probieren das jetzt mal draußen aus. Da ist die Kamera wieder dabei, wir probieren das nochmal, das Anfahren und so weiter. Uns losfahren und wenn das Ganze so klappt, wie wir uns das wünschen, dann können die zwei Freunde in Zukunft das Bauland unsicher machen, sitzen, hängen da in der Kneipe dann rum, gell? Nee. Tanke dann unterwegs auf, also Strom nachtanken. Hauptsächlich Strom. Hauptsächlich Strom, dann wird Wasser getrunken. Wasser und Strom. Okay, dann probieren wir das jetzt mal. Du setzt wieder deinen Helm auf, gell? Dann scheißt nur Fried. Natürlich. Und, ups, so hoch mit dem Arsch. Zack. Jawohl. Man sieht auch gut, wie das Gewicht auf deine breite Reife ruht und schön gedämpft wird. Ja, du fahr doch mal da Luft zusammen. Einfach mal Luft fahren. Ja, aha. Was, das musst du auch können. Das muss auch können. Wann und wie du das Hebel da hoch und runter fahren tust. Ja, ja. So, jetzt kommt er. Achtung. Aus dem Weg, er kommt. Ha, schön, die Landung hat auch geklappt. Jetzt klappt es, es gibt es schon eher ein Stück. Wunderbar, beim Auffahren, beim Absteigen, beim Halten. Ja, die Lenkerhöhe. Ja gut, das musst du dann, wenn du länger gefahren bist. Also ich könnte jetzt den Lenker etwas höher machen. Ja. Ich habe nämlich gesehen, wo der Sattel ganz rausgefahren war, war schon ein bisschen zu weit runtergegangen. Ja, das mache ich da jetzt einmal. So, es fährt er runter, siehst du das? Wie ein Flugzeug, wo das Fahrwerk ausfährt. Das ist, du hast das gemacht wie ein Flieger, der sein Fahrwerk ausfährt. Wunderbar. Landung geglückt. Gut. Und außer Atem? Das ist die Aufregung. Weil du musst jetzt am Anfang erst mal die vielen Hebel finden, die da zu betätigen sind. Also da schauen wir den Bremshebel, ne? Dann hast du da den Motor hoch und runter. Da hast du dann den reduziert von der Kraft. Die Novinci-Schaltung hast du und auch noch den Sattelverstellung. Also das ist momentan Höchstleistung. Das ist wie mit dem Auto. Deswegen kauft man sich mit 60 nochmal ein Auto, dass man mit 80 noch weiß, wie die Hebel sitzen. Das ist so, und kauft dann aber auch kein neues mehr.
Und so ist es mit dem Fahrrad. Ja, 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 ich kaufe auch keine Automatik, weil da bin ich schon mal durch die Fahrprüfung gefallen mit 18 Jahren. Ich habe mich nie mehr dran gewöhnt. So, gut. Jetzt noch eine Runde. Gern, gern. Ihr darf da aber ruhig, wenn ich einschwimme, war mit Gletsch. Ja, ich habe gerade die Hände voll. Also, mir applaudiere dann, wenn der Spiegel-Rückspiegel. Nächstes Mal heil kommst. Willst du einen Rückspiegel haben? Aber das machen wir nicht. Ja. Ich könnte lieber Warnweste anziehen. Echt? Oh ja, wieso nicht? Das ist leichtes, guck mal, wie der das macht. Der so geht also in die ideale Höhe. Nein, das Gefühl hat er jetzt schon alles beieinander. Ja, das kriegst du mit der Zeit. Und schau mal her, die enge Kurve, die er auch fahren kann. Das ist ja nicht ohne, gell? Das muss ich ja schon mal hinbringen. Und wenn er, zumal er ja jetzt im linken Fuß kein Gefühl hat, steht er trotzdem sicher drauf. Alles schon gut. Oh, ich freue mich richtig mit euch, dass er da ja, also wenn mal... Wenn das nicht hingekaut hat, hätte es auch keinen Wert gehabt. Ah ja, da hast du mit dem, was willst du denn sonst mit dem anfangen mit dem Friedhelm? Ah ja, das, ihr könnt ja nicht da essen. Dann, wie viele Kilometer hast du denn jetzt gemacht? Ah ja, ihr könnt ja nicht nur essen und trinken, was? Ja, genau, das ist ja nicht förderlich, ne? So unbedingt. Obwohl das auch ein Teil des Lebens ist. Ja, aber nicht ausschließlich. Nein. Das muss auch wieder verschafft werden. Natürlich. Aha. So, jetzt. Danke, danke. Gut, zufrieden. Prima. Der Sattel ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der Sattel, nee, dein Arsch ist es nämlich gewöhnt. So ist es. Ist das jetzt noch ein bisschen enger gestellt oder was war das? Ich habe den engeren drauf gemacht, der breit ist weggekommen. Und nee, das ist gut so. Und da also sind die Kante noch ein bisschen. Merkst du die? Jawohl. Dann möchte ich den breiteren doch nehmen. Aber den wollte ich auch nicht haben. Dann halt mal probieren. Also da sitze ich jetzt genau da noch auf der Nähe. Dann mache ich nochmal den Breite drauf. Ja, also machen wir. Gut.